alle Jahre wieder. Nun ja, diese drei Worte passen wohl eher in ein bekanntes Weihnachtslied. Aber stopp, der Pahlener Gospelchor besuchte in den letzten 9 Jahren auf Einladung des Nordhofer Lions Club sein Nordhofer Publikum in der St. Martin-Kirche doch eigentlich immer in der Vorweihnachtszeit. Stimmt, aber in diesem Jahr ist der Terminkalender des überaus beliebten und bekannten Chores zur Weihnachtszeit so schnell voll gewesen, dass der Chor erstmalig bereits zur Herbstsonnenwende nach Nordhof kam. Das hatte natürlich zur Folge, dass zu dieser Zeit eben noch keine zur Weihnachtszeit passenden Lieder gesungen werden konnten. Auch oder gerade nicht, weil die Discounter ihre Regale schon wieder mit Christschollen und Marzipanbroten gefüllt haben. Aber das Repertoire des Chors ist natürlich so umfangreich, dass das Programm ausgezeichnet in die Jahreszeit passte. Okay, hören wir mal rein. Ehre wurde an diesem Abend Kurt Klöpper zuteil. Das aktive Mitglied des Lions Club Nordhof feierte nämlich ein kleines Jubiläum. Kurt Klöpper organisierte und managte den Auftritt des Chors in der St. Martin-Kirche nun bereits zum 10. Mal. Und weil der Chor immer wieder sehr gern nach Nordhof kommt, bedankten sich die Akteure mit einem kleinen Präsent bei ihrem Kurt Klöpper. Ja, aber
Wenn wir das in 10 Jahren Tätigkeit für diese gute Sache ist, denn der Ruhm und Kräftigen Gang einen Raum für den Spirit Marsch für CD-Ruhm gemacht. Wieder einmal unzählige Konzertbesucher glücklich und begeistert von den Darbietungen des Chors unter der Leitung von Andy Anderson und Moderator Pastor Klaus Struve. Bleibt noch ein Hinweis: Vielleicht wissen viele gar nicht, wen sie mit Andy Anderson in der Nordhofer St. Martin-Kirche vor sich haben. Andy Anderson ist eine Schlagerlegende und Ältere erinnern sich vielleicht noch an einen Schlager wie Mademoiselle Ninette. Wer es gerne wissen möchte, wird bestimmt im Internet fündig.